Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, mit diesem Video möchte ich dir eine kleine Freude machen bzw. dir zeigen, wie du dein Online-Meeting ein bisschen aufpeppen kannst mit Google Meet und auch deinen Teilnehmern bzw. dem Team, allen, die da sind, eine kleine Freude bereiten kannst. Und zwar geht es um Konfetti in Google Meet. Das zeige ich dir gleich. Mein Name ist Gwendolin und wie du vielleicht schon weißt, bist du auf diesem Kanal richtig, wenn du deine Reichweite vergrößern möchtest online und deine Sichtbarkeit erhöhen möchtest und das Ganze mit Webinaren, mit Online-Meetings, mit Videos und on top auch noch ein bisschen Pinterest. Heute aber nur ein kurzes kleines Video zu Google Meet und wenn dir der Kanal gefällt, dann vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Jetzt geht's aber zu Google Meet. So, du siehst hier jetzt Google Meet hier oben, was du ganz normal hier in deinen Google-Applikationen aufrufen kannst. Und da ich hier gar nicht lange viel über Google Meet erzählen möchte, das habe ich schon in einem anderen Video getan, das siehst du jetzt oben, wird eingeblendet. Genau, starten wir einfach mal eine Sofortbesprechung. Müsste jetzt auch irgendwie funktionieren. Moment, da kommt es schon. Ja. Bild wird übertragen, soweit passt alles. Ich stelle das mal noch ein bisschen so. Und wir nehmen jetzt auch mal teil hier. Okay, du siehst auch hier wieder, wie das Ganze aussieht. Und Teilnehmer möchte ich jetzt nicht hinzufügen. Ich will dir nur einfach mal, ist gar nicht scharf gestellt, ich will dir jetzt nur einfach mal kurz zeigen, was du hier machen kannst. Und du siehst, bei mir hier oben sind schon Extensions geladen. Dazu gibt es ein weiteres Video. Ich möchte dir noch einmal zeigen, was du eigentlich mit Google Meet alles einstellen kannst, welche Extensions es gibt, für was du das Ganze nutzen kannst. Aber heute einfach nur zum Wochenstart ein kleines Cheer-Up-Video und hier zeige ich dir, was für tolle Extensions es gibt. So, du siehst jetzt hier schon, man kann diese Extension kaufen, beziehungsweise, also dies ist ein Pro-Feature, kostet $1, meine ich. Und es ist halt wichtig, dass die anderen das auch haben, sodass alle das sehen können. Aber ich würde sagen, diese Investition lohnt sich. Wenn du in einem Online-Meeting sitzt, so, nein, möchte ich jetzt nicht, in einem Online-Meeting sitzt mit deinen Kollegen, mit ja, verschiedenen Teams, wie auch immer, und man kann hier einfach mal so ein bisschen Freude reinbringen, ein bisschen Konfetti fliegen lassen. Ich glaube, das erheitert alle. Das ist einfach nett, ein kleines Feature, was schön aussieht und ja. Das war schon. Also hierbei handelt es sich um die Google Extension, Google Meet Party Button. Ich zeige dir gleich auch nochmal, wie das Ganze dann aussieht, also wo du das bekommst. Das bekommst du für deinen Chrome-Browser unter den Erweiterungen, unter den Extensions. Aber so heißt das Ganze und ja, so sieht es dann aus. Ich freue mich nochmal. So. Genau, und du hast eben, wie gesagt, einmal die Möglichkeit, Konfetti aus allen Winkeln zu werfen oder eben auch einmal, wo ist denn jetzt meine Maus? Oder eben auch einfach so in der Mitte, wenn du jetzt irgendwas super fandst, bei irgendjemandem klicken kannst und den Party-Button drückst. Das war's. Einfach nur ein kleines, klitzekleines Video, um ein bisschen Freude in diesen neuen Montag zu bringen. Und wenn du das an einem anderen Wochentag anguckst, dann einfach Freude für den Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.